Piloten dringend gesucht. Mehr als 450 Flugschüler haben 2018 die Ausbildung zum Piloten in der Lufthansa-Gruppe aufgenommen. Im amerikanischen Goodyear lernen die Cockpit-Aspiranten das Fliegen von der Pike auf. Der Vorteil hier an der Fliegerei in den USA ist das Wetter. Gerade in Arizona hat man wenig Wolken, wenig Regen, was natürlich eine Top-Voraussetzung zum Fliegen ist. Wie später beim großen Verkehrsflieger. Vor dem Takeoff steht auch hier die Vorflugkontrolle. An dieser Stelle checken wir jetzt, ob die sogenannte Stall Warning funktioniert, das heißt, ob ein Strömungsabriss erkannt wird. Und das hört sich gut an. Fliegen im Grenzbereich. Beim Upset Prevention and Recovery Training üben die Schüler das richtige Verhalten in brenzligen Situationen. Das Upset-Training fühlt sich so an, man kann es aus dem Alltag mit einer Achterbahn vergleichen. Sprich, wenn man in diese Lage kommt, dass es hoch und ab geht, so fühlt sich das im Prinzip auch im Flieger dann an. Premiere am Steuer einer Cirrus SR20. Der erste Instrumentenflug ist eine Herausforderung. It's kind of hard taking care of so many parameters here. Yeah. Das ist relativ schwierig, da die Instrumente minimal verzögert arbeiten und die Außenreferenz für sowas deutlich wichtiger wäre. 24 Monate dauert die Ausbildung zum Verkehrsflugzeugführer in einem der Cockpits der Lufthansa-Gruppe. Der Druck ist da, das braucht man nicht schön zu reden, das ist einfach so und ist aber auch meiner Meinung nach notwendig, denn mit der Verantwortung, die man später als Airline-Pilot hat, muss man einem gewissen Druck auch standhalten können. Goodyear, in der Nähe von Phoenix im US-Bundesstaat Arizona. An der European Flight Academy trainieren die zukünftigen Pilotinnen und Piloten der Lufthansa Airlines. Einer der Flugschüler ist Christopher Lammers. Für den 23-Jährigen aus Norderstedt bei Hamburg ist der Job im Cockpit der Traumberuf schlechthin. Das war einfach so eine Faszination, die schon seit meiner Kindheit vorhanden war. Und die habe ich quasi immer weiter aufgebaut. Als ich dann später einen Freund in der 5. Klasse hatte, dessen Bruder auch Pilot werden möchte, da hat es Klick gemacht und da wusste ich genau, was sein soll. Erste theoretische Flugerfahrung sammelte Christopher schon lange vor dem Beginn seiner Ausbildung am PC im Kinderzimmer. Ich bin früher schon als Kind gerne Flugsimulator geflogen. Ein guter Freund von mir, der hatte damals schon den Flugsimulator 2004, das war natürlich Hightech. Da bin ich gern gewesen und habe mir dann später auch selbst ein Programm dafür für einen PC gekauft und habe das auch relativ lange betrieben und habe dadurch, glaube ich, schon mal so ein paar Erfahrungen gesammelt, bisschen die Grundtechniken verstanden und das hat mich natürlich in meinem Wunsch einfach nur bestärkt. Christophers Ziel, er möchte die MPL erlangen, die Multi-Crew Pilot License. Vor dem praktischen Training stand die Theorie in Bremen. Wenn man erstmal hierher kommt, dann ist man natürlich überwältigt. Dieser Ort ist legendär. Also es ist schon seit 50 Jahren der Ausbildungsort der Lufthansa. Und man freut sich natürlich enorm darauf, seitdem man in Bremen ist, wo man dann nur Theorie gepaukt hat, dass man dann endlich mal wirklich in den Flieger steigen darf und das, was man gelernt hat, auch anwenden kann. Beim Lehrgang für die MPL steht die Zusammenarbeit der Piloten im Cockpit von Anfang an im Fokus. So führen auch die Flugschüler ihr Vorabbriefing zu zweit durch. Heute soll Christopher seinen ersten Instrumentenflug absolvieren. Vom Wetter her sieht es eigentlich ziemlich gut aus. Wind in Goodyear, 150 mit 3 Knoten und keine Wolken. Mhm. Dementsprechend schätze ich mal Runway 9er in use und ja, nichts Besonderes, ja. Kennen wir ja. Departure Notams für Goodyear, nichts, das wir nicht schon kennen. Wir haben das Tower Light, das hier in Op ist. Und ein Kran. Ansonsten der Rest ist für Glendale. Dementsprechend müssen wir uns da keine Sorgen machen. Ja. Für mich steht heute mein erster Instrumentenflug an, der Phase 4. Da werde ich viel unter einer sichtbehindernden Haube sein, die verhindert, dass ich nach draußen gucken kann, sodass ich nur den Fokus auf die Instrumente habe. Und dementsprechend werden wir viele Navigationshilfen am Boden benutzen, wie VORs und NDBs. Und später auch einen ILS-Approach anfliegen. Und ja, was genau wir dann in der Zeit dazwischen machen, das werden wir nachher mit unserem Fluglehrer besprechen. Aber das bisschen, was ich mich schon reingelesen habe in das Thema, klingt auf jeden Fall interessant und
Ich freue mich auf die Herausforderung. Normalerweise machen wir es immer beim Frühstück, dass wir es einfach so grob schon mal durchgehen, damit wir so einen groben Plan haben, wenn wir dann später zum Briefing mit unserem Instructor gehen. Dass wir da einfach schon ein bisschen vorbereitet sind, das Wetter grob kennen, wo wir hinfliegen, die Notions, was ist relevant für unsere Route. Genau. Und später gehen wir das dann aber nochmal ein bisschen mehr im Detail durch und ja, schauen uns das gemeinsam mit unserem Lehrer an. 4 Monate dauert die erste praktische Ausbildungsphase in Goodyear. Die Wege auf dem Campus der Flugschule sind kurz. Wir sind hier im Dispatch. Hier werden die Flüge vorbereitet. Wir holen uns gleich unser TLB ab, also das Technical Logbook des Fliegers. Gucken, wie der Flieger aussieht, wie er imstande ist. Great, thanks. Willst du noch das alte TLB? Jo. Bei der Flugvorbereitung wird Christopher von seinem Lehrgangskollegen Jan-Philipp Schmiedeknecht unterstützt. Nö. So. Okay. Wir hatten einmal das Problem, dass die RPM nicht über 2600 gegangen sind. Okay. Das lag am Governor Cable. Das wurde adjusted und abgezeichnet. Ja. Die wenigen technischen Probleme, die der Flieger hatte, die sind jetzt schon lange behoben worden von der Technik hier. Dementsprechend sieht alles gut aus und wir können jetzt gleich rausgehen zum Flieger und den vorbereiten. Das Schulungsflugzeug ist eine Cirrus SR-20. Die Vorflugkontrolle führen beide Flugschüler gemeinsam durch. Sie kontrollieren sich gegenseitig. Also ich werde jetzt anfangen, damit etwas Treibstoff abzuzapfen, damit wir gucken können, ob der auch wirklich der gewünschten Qualität entspricht, ob da irgendwelche Partikel drin sind oder Wasser sich angesammelt hat. Und dann weitergehen, indem ich die Tragflächen und sowas inspiziere. Ich fange jetzt erstmal hier unten an. Das Fluggerät für die Ausbildung ist nagelneu. In Goodyear setzen Cirrus SR-20 Maschinen die in die Jahre gekommenen Beechcraft Bonanza. Investitionsvolumen für die 25 Flugzeuge starke Schulungsflotte 11,5 Millionen Euro. Okay, Treibstoffproben sind gut. Ich werde das jetzt zurück in den Tank kippen und dann werden wir mit dem weiteren Außencheck fortfahren. Wir gucken uns jetzt an, ob die Tragflächenlichter alle funktionieren. Da haben wir hier an den Tragflächenspitzen jeweils welche. Hier sehen wir, dass die Landelichter sehr gut aussehen. Die Strobe Lights und die Navigationslichter funktionieren auch. Und in die andere Richtung funktioniert das alles auch sehr gut. Lights are good! An dieser Stelle checken wir jetzt, ob die sogenannte Stall Warning funktioniert. Das heißt, ob ein Strömungsabriss erkannt wird. Wir setzen hier einen Unterdruck an, sodass ein Ton im Cockpit ertönt und uns darauf aufmerksam macht, dass die Luftströmung über die Tragfläche abgerissen ist und wir somit keinen Auftrieb mehr haben. Das ist besonders wichtig im Flug. In dem Fall sieht das hier alles sehr gut aus. Dementsprechend gehe ich jetzt weiter um die Tragfläche herum. Guck mir die Spitze an, ob alle Schrauben drin sitzen. Und hier noch den Pitot-Sensor, der misst unsere Fluggeschwindigkeit und unsere Höhe durch den Außendruck. Und das sieht auch alles hervorragend aus. Ich check jetzt hier nochmal den Propeller, ob da auch keine Macken oder Risse drin sind. Der muss ja im Flug große Kräfte aushalten. Außerdem den sogenannten Spinner hier vorne, dass alle Schrauben fest sitzen und vor allem, dass kein Öl rausläuft, weil dann sehr viel Öl mit sehr hohem Druck gespeichert ist, um den Propeller zu verstellen. Und das darf natürlich im Flug nicht kaputt gehen. Außerdem die Lufteinlässe sind alle frei. Und jetzt schauen wir uns mal den Ölstand an. So. Ölstand soll immer zwischen 6 und 7 sein, der ist in dem Fall etwas niedriger. Das liegt daran, dass der Flieger gerade geflogen ist und das ganze Öl noch in der Maschine drin ist und sich da verteilt hat. Deswegen ist das an der Stelle kein Problem. Ansonsten sieht da auch nichts unnormal aus. Dementsprechend machen wir weiter. Die Maschine ist technisch in einem einwandfreien Zustand.
Die nächste Station der Flugschüler ist der Briefingraum. Hier werden Christopher Lammers und Jan-Philipp Schmiedeknecht bereits von Fluglehrer CJ McMillan erwartet. A special objective today is really just doing instrument flying, basic air work. So just kind of learning how to fly with the hood on, you know, practicing, you know, simulating flying in the clouds for today. So should be good. Wir haben gerade besprochen, was heute im Flug auf mich zukommt. So ein bisschen was wusste ich ja schon vorher, habe mich ein bisschen reingelesen. Ich denke, das sollte alles kein Problem sein. Vieles habe ich schon gemacht und den Rest werde ich so ein bisschen improvisieren. Eine Stunde und 20 Minuten wird Christopher mit seinem Fluglehrer unterwegs sein. Das Wetter für den heutigen Ausbildungsflug könnte nicht besser sein. Ich werde natürlich auf dem linken Sitz sitzen und da quasi den Bildschirm direkt vor mir haben. CJ, mein IP, der wird auf dem rechten Sitz sitzen, mich überwachen und gegebenenfalls eingreifen, wenn es nötig wird. IP ist mein Instructor Pilot, quasi mein Fluglehrer hier. Der Schulungsflieger ist state of the art und mit einer vollständig digitalen Avionik ausgestattet. Dazu gehört ein 10 Zoll großes Primary Flight Display sowie eine Multifunktionsanzeige. Okay, after start checklist, after start electrics checked, attitude indicators checked, flaps checked zero, trim takeoff zero, flight controls checked, autopilot checked off, altimeters 3005, 980 feet, and fuel selector, right tank 56 gallons, after start checklist completed. So, wir haben jetzt gerade die ersten Checklisten abgearbeitet, haben den Motor gestartet und die ersten Kurse schon reingesetzt, den Höhenmesser richtig eingestellt, sodass wir gleich keine Arbeit mehr haben, wenn wir losfliegen. Als Passagier ist heute der Planestream-Kameramann mit an Bord. Letzte Instruktionen vor dem Abflug. Sicher ist sicher. So, wir machen ein kleines Passagierbriefing. Wir haben zwei Notausgänge hier, einmal rechts, einmal links. Ein Feuerlöscher befindet sich bei mir an meinem linken Knie und wir haben einen Ausstiegshammer, um die Scheiben zu zerschlagen, hier in der Mittelkonsole drin. Außerdem haben wir an diesem Flieger einen Notfallfallschirm, das heißt, falls wir beide außer Gefecht sein sollten, musst du einmal diesen Griff mit beiden Händen möglichst gerade nach unten ziehen, dann öffnet sich ein Fallschirm, der den Flieger dann sicher zu Boden bringt. Und außerdem, falls wir in irgendwelchen unnormalen Lagen sein sollen, kannst du einmal auf diesen blauen Knopf drücken, dann levelt sich der Flieger von alleine aus, das heißt, fliegt dann automatisch gerade. Und ja, dieser Flug ist wie jeder Flug ein Nichtraucherflug. Non-smoking flight. Then we're gonna do a short take-off briefing. We are taking off from runway 3. And above 1600 MSL, we're gonna pull caps immediately. Above 3000 feet, we're gonna troubleshoot. So ADF is set to 201. 53484 Zero Echo Foxtrot. 53844 Echo Foxtrot, thanks. So, wir sind jetzt hier an der Parkposition fertig. Wir haben alle Vorbereitungen getroffen und werden jetzt zu unserer Run-Up Area taxien, wo wir dann den Motor testen, ob auch ordnungsgemäß funktioniert. Taxi, left side clear. Right side clear. Ein Teil der fliegerischen Ausbildung in Goodyear ist das obligatorische Upset Prevention and Recovery Training. It gives the students valuable skills to recognize an unusual attitude and to be able to potentially recover from an upset situation. Steven Schumann und Jan-Philipp Schmiedeknecht starten heute mit Fluglehrer Daniel Mennies. Ihr Programm wird anspruchsvoll. All right, so we're going to do inverted recovery. So what do I mean by inverted? What bank angles are we talking about? More than 90 degrees. Of course, when you're upside down, instead of seeing the sky above and the ground below, you're going to see the ground above and the sky below, okay? All you're going to do is you're going to unload the wings with a slight push forward, and you're going to use
full aileron deflection, okay? The reason why we use bank instead of pitch, why do you think we use bank instead of pitch? You know, when you're inverted, what happens when you're upside down? What's your natural reaction when you see nothing but ground? What are you going to do? Pull, right? You know, if you're upside down, you can't see any sky. You think that you're upright and a nose low, but really you're upside down, okay? So what happens when you pull upside down? You get a huge, huge loop where you lose like 1,500 feet, will gain as much speed as up to maybe 200, 220 knots, and you'll be pulling a lot of G's. So when you're upside down, the most important recovery aspect, besides unloading the wings, in my opinion, is, well, I shouldn't say in my opinion, it's been proven that you want to roll, okay? You want to roll to get upright, and then from there, you'll be in a nose-low attitude. Then you just pull for the horizon, okay? Flugtraining an den Limits von Mensch und Maschine. Der Trainer gibt letzte Tipps zum Wohlbefinden. So for these flights, make sure you guys stay hydrated, okay? Don't eat too much. So if you get a full stomach and we're pulling a lot of the G's, it definitely can cause you to feel upset and potentially vomit. So with that being said, just have a little bit to eat, just moderate amount, okay? I think you guys are gonna like this training a lot. Do you have any questions for me about any of the maneuvers? I know, I talked a lot on the pre-briefing. There's a lot to go over, but do you have any questions? No, I think most of it is learning by doing. All right, you guys ready? Yeah. All right, let's go. Für das Upset Prevention and Recovery Training muss noch eine weitere, besondere Vorsichtsmaßnahme getroffen werden. There's an FAA regulation. If we're doing maneuvers that are not normal to flight, for what the FAA calls them, or going beyond certain parameters like pitch and bank angles, or doing any aerobatic maneuvers, then we have to wear a parachute legally. And if that really has to do with if something happens to the airplane and we have to bail, so then we'll jump out and pull our parachute. So I believe these parachutes, I'm not sure, I believe they're round parachutes, meaning that if you do deploy this parachute, you can't control where you're going, and you go where the wind blows you. So did somebody ever have to use one here? To my knowledge, no one's ever used one here. But yeah, it'd be scary if we had to do that. But well, if we have to do it, we have to do it. But we won't. Noch gut 10 Minuten bis zum Takeoff zu Christopher Lammers Instrumentenflugpremiere. Run-up list, run-up. Pauliver 2200 RPM. 10 electric check. Magnetos. Good, fuel pump on. Flaps 50. Flight instruments check. 7. Six. Chapter 23, dew point minus 1, altimeter setting 3004. Runway 3 in use, expect visual approach. Luke, special air traffic rule active. Notice, German, 121 foot crane. Good, that's still Yankee, so we're good. Takeoff briefing is confirmed. Therefore, taxi. Left side clear, right side clear. So, unser Engine Run-Up war gut. Wir haben jetzt getestet, ob der Motor ordnungsgemäß funktioniert und keine großen RPM-Sprünge hat. Das heißt, dass die Drehzahl sich nicht so verändert. Five Alpha Fox, shot number one in the staging area, requesting taxi for left crosswind departure with Yankee. War alles in Limits. Die Magnetos funktionieren sehr gut. Dementsprechend sind wir jetzt fertig zum Starten. Idealerweise möchte ich später auf der A320 einsteigen, natürlich gerne bei Lufthansa oder einer der Tochtergesellschaften. Und auf lange Sicht möchte ich gerne auf Langstrecke gerne die 380 fliegen. Die 380 ist natürlich eine Ikone, also es ist der große Flieger nach der Boeing 747 natürlich. Und durch seinen modernen Aufbau, sein modernes Cockpit sicherlich noch ein ganz besonderer Reiz. Your tower, Grobay 65 Alpha Foxtrot, hold short over runway 3, ready for departure. Grobay 65 Alpha Foxtrot, get the tower left cross on departure, approve runway 3, clear for takeoff. Okay, takeoff items. Takeoff checklist, takeoff, fuel pump on, mixture forward, flaps 50, recirculation off, takeoff checklist completed. Goodyear Tower, Cirrus 844 Echo Foxtrot, holding short runway 3, ready for departure. Cirrus 844 Echo Foxtrot, get a tower, hold short runway 3. Holding short runway 3, Cirrus 844 Echo Foxtrot.
Cessna Skyline 6, Papa Papa, number 2, follow Cessna, hit your left, turning final, runway 3, clear touch and go. Clear land. Ist gerade fertig okay, an der Runway, unsere Checklisten fertig land, und können theoretisch direkt abheben. Allerdings sind noch zwei Flieger im Traffic Pattern, die jetzt erstmal landen müssen und danach werden wir für den Start freigegeben. Goodyear Tower, this is Care Flight 8. We're currently about 3 miles to the northwest. We are inbound for West Valley, and I have Yankee. Cirrus 844 Echo Foxtrot, left downwind departure approved. Runway 3, clear for takeoff. Runway 3, clear for takeoff. Cirrus 844 Echo Foxtrot. Bit. Care Flight 8, Goodyear Tower. Take off. Goodyear altimeter is 3004. Ident, Care Flight 8. Care Flight 8, I didn't observe a mile and a half north of the airport. You're landing at West Valley, correct? That's affirmative, sir. Care Flight 8, land at the West Valley Hospital. We'll be at RPM 2600. Roger, thank you. So, sub Mike Echo, extend down to call you base for departure. Tacoma Base, 7 Mike Echo. Goodyear Tower, 0840 Echo Foxtrot Solo Student holding short runway 3 at Alpha 10, ready for the Buckeye departure. Cirrus 840 Echo Foxtrot, Goodyear Tower, the Cirrus departing heads also left downwind departure. Left downwind departure approved, runway 3, clear for takeoff. Left downwind departure approved, traffic is inside, clear for takeoff runway 3, 0840 Echo Foxtrot. Für die Flugschüler zählt der Aufenthalt in Arizona zu den Höhepunkten ihrer fliegerischen Ausbildung. Aus gutem Grund. Der Vorteil hier an der Fliegerei in den USA ist, dass die Regularien etwas weniger strikt sind. Zudem hat man einfach viel Platz, wo wenig bebaut ist. In Deutschland ist es natürlich von der Lärmbelästigung allein schon ein größeres Thema. Weiterer Vorteil hier in den USA ist natürlich das Wetter. Gerade in Arizona hat man wenig Wolken, wenig Regen und gute Temperaturen, was natürlich eine Top-Voraussetzung zum Fliegen ist. Alright, I have control. You have control. Go ahead and get the hood on. Okay. Von nun an ist Christopher unter der Haube und muss sich voll und ganz auf seine Instrumente verlassen. Number one and Alpha. Okay, you have control? I have control. Alright, so maintain 2000 and fly heading 208. 208. Cirrus 844 Echo Foxtrot, the traffic inbound southwest is passing well above into right, no factor, delete out two restrictions southwestbound. Quite bumpy today. Yeah, a little bumpy. Das Trainingsgebiet befindet sich südlich von Phoenix. Yeah, so once we're at 4500, then we can start all the airwork preparation. So, good, going to training cruise. Yep. Yeah, so on this section, what we're doing is disabling the stability protection for the airplane, so it allows us to do steeper bank turns without the airplane autopilot kicking in and keeping us at a 30-degree bank. Good. 4,500 above minimums. ESP disabled, configuration checked, cockpit secured. Yep. Fuel pump on and gauges checked. Beim Upset Prevention and Recovery Training kommt die zweisitzige Grob G120A zum Einsatz. Im Gegensatz zu Cirrus ist die Maschine auch für den Kunstflug zugelassen. Das ermöglicht extreme Manöver. Jan Philipp muss als Erster ran. Wir hatten vorletzte Woche schon ein Briefing, was 5 Stunden lang ging. Da wurden wir so ein bisschen mit dem Flieger vertraut, konnten noch 2, 3 Videos gucken und hatten noch ein Handout dazu, was ich mir durchgelesen habe. Aber prinzipiell Briefing, Pre-Flight, das macht alles der Instructor hier auf der Grob. Und wir müssen im Prinzip nur fliegen, was auch mal ganz angenehm ist, dass man die ganze Planung vorher nicht machen muss. Genauso wichtig wie der Flug ist die Vorbereitung. In jeglicher Hinsicht. Ich habe nur ein Müsli gegessen tatsächlich, aber heute Morgen schon um 7:30 und seitdem nichts mehr gegessen, in weißer Voraussicht. 80.000 Euro beträgt der Eigenanteil der Flugschüler zur Erlangung der Lizenz.
Die meisten zahlen den Betrag über ein Stundungsmodell zurück, sobald sie bei einer der Kranich Airlines angestellt sind. Ich habe vorher studiert, von 2009 bis 2012. Hatte mich 2012 schon für die Ausbildung beworben und seit 2012 dann gewartet, dass es endlich losgeht. Habe dann in der Zwischenzeit gearbeitet, 4 Jahre bei uns im Familienbetrieb zu Hause in Gießen und 2 Jahre in der Unternehmensberatung in Zürich, bevor ich dann im Januar nach Bremen bin. Ich habe die Erfahrung, im Büro schon gearbeitet zu haben und kann es mir einfach nicht vorstellen, bis zu meiner Rente im Büro zu sein. Zum anderen bin ich relativ nahe beim Frankfurter Flughafen aufgewachsen, war dort früher relativ häufig auf der Besucherterrasse und war schon immer fasziniert, wie so ein schweres Gerät in die Lüfte geraten kann. Wir hatten 6 Monate Theorie in Bremen. Dort hatten wir am Ende interne Prüfungen und auch eine amtliche PPL-Prüfung, die wir bestehen mussten, um überhaupt nach Phoenix kommen zu können. Der Druck ist da, das braucht man nicht schön zu reden, das ist einfach so und ist aber auch meiner Meinung nach notwendig, denn mit der Verantwortung, die man später als Airline-Pilot hat, muss man einem gewissen Druck auch standhalten können. Und aus dem Grund müssen die Checks bestanden werden. In der Training Area selbst macht der Fluglehrer quasi die Übung einmal vor, zeigt, was zu machen ist, um es wieder in die richtige Fluglage zu bringen. Und dann danach bringt er mich in die ungewollte Fluglage und ich muss das Flugzeug dann wieder in die richtige Fluglage bringen. Das sind einfach Fluglagen, wo in der Vergangenheit auch schon Unfälle passiert sind. Meistens passiert das im Instrumentenflug, einfach wenn man keine visuellen Referenzen mehr am Boden hat. Soweit sind wir jetzt noch nicht. Wir haben zum Glück noch die visuellen Referenzen. Aber es ist natürlich immer gut, so ein Training zu haben. Auch Christopher Lammers und sein Fluglehrer haben inzwischen ihr Trainingsgebiet erreicht. Rainbow Valley Traffic, Sirius 844, Echo Foxtrot. About a mile to the south of Serene, 4500, Airwork, Rainbow. Looks pretty clear. All right. So, area cleared. We'll start with the steep turns first. Got it, steep turns. Then I think I'm gonna start to the left. Okay. Left side is clear. Clear. Eine Steilkurve zeichnet sich halt dadurch aus, dass man eine höhere Schräglage einnimmt als sonst, was auch dafür sorgt, dass höhere Kräfte auf den Körper und auf den Flieger wirken. In dem Fall knapp das 1,5-fache der normalen Erdbeschleunigung. So, more back pressure, more. It's difficult without seeing on the outside. Yeah. So a good indicator is the vertical speed. Yeah. Right. It's okay to feel a few G's in the steep turn. Oh, was that awake? Yep. Probably. Good. And pick on 4500. Alright. And whenever you're ready, you're clear on the right side. And clear on the right side. Hier fliege ich gerade eine Steilkurve nach rechts. Dadurch, dass ich die sichtbehindernde Haube auf dem Kopf habe, sehe ich natürlich draußen nichts und muss mich quasi komplett auf meine Instrumente, die ich vor mir habe, verlassen. Das ist relativ schwierig, da die Instrumente minimal verzögert arbeiten und die Außenreferenz für sowas deutlich wichtiger wäre. Für Jan-Philipp Schmiedeknecht wird es nun ernst. Eindrucksvoll demonstriert Fluglehrer Daniel Manise die fliegerischen Möglichkeiten der 260 PS starken Grob G120A. Dabei geht er bis an die Grenze zum Stall genannten Strömungsabriss und zeigt seinem Schüler, was im Fall der Fälle zu tun ist. Thank you.
Accelerated Stall oder im Beschleunigungsstall in Deutsch. Das heißt, wir sind bei 110 Knoten im Levelflug und ziehen den Stick zu uns, dass wir quasi nach oben pitchen und den Flieger in den Stall bringen. Und das Recovern geschieht einfach dadurch, dass ich das Steuerhorn wieder loslasse, sodass die Nase wieder nach unten fällt und ich wieder genug Strömung über meinen Flügeln habe, sodass wieder Auftrieb erzeugt wird. Doch das ist noch lange nicht alles. Wie bringt ein Pilot sein Flugzeug aus einer Rückenfluglage so schnell und sicher wie möglich zurück in eine normale Fluglage? Der Instructor macht's vor. Hier haben wir jetzt einen umgedrehten Flug, dass wir auf dem Kopf fliegen. Da ist es einfach wichtig, dass die Kontrollen, mit denen ich den Flieger kontrolliere, am Steuerhorn eben umgekehrt funktionieren. Sprich, wenn ich steigen will, muss ich das Steuerhorn nach vorne drücken. Wenn ich sinken will, und das ist eben die ganz große Gefahr, wenn ich den Boden sehe, dass ich intuitiv das Steuerhorn immer zu mir ziehen will, einfach vom Boden wegzukommen, hat aber in der Fluglage eben genau umgekehrte Wirkung und kann ganz schnell zu einer ganz gefährlichen Fluglage führen. Also das Upside-Training fühlt sich primär so an, man kann es aus dem Alltag mit einer Achterbahn vergleichen. Sprich, wenn man in diese Lage kommt, dass es hoch und ab geht, so fühlt sich das im Prinzip auch im Flieger dann an, nur eben ein bisschen stärker. Also wir ziehen und drücken da tatsächlich auch bis zu 4G, das heißt bis das Vierfache von dem eigenen Körpergewicht. Und es ist deutlich schwieriger, sich zu bewegen bei 4G als bei 1G. Wir sind ja momentan in der Situation, dass wir wissen, dass es kommt. Von daher können wir uns unseren Körper darauf vorbereiten und anspannen. Und das ist eigentlich so das Beste, dass das Blut hauptsächlich im Kopf eben bleibt. Wenn es ungewollt kommt, kann es durchaus auch mal passieren, dass man eben Blackout hat, wenn es wirklich 4 bis 5G sind. Geschafft. Fluglehrer und Schüler fliegen zurück zu ihrer Homebase auf dem Flughafen von Goodyear. Think big. Noch steuert Jan Philipp die kleine Grob G120A. Das soll sich jedoch irgendwann in der Zukunft ändern. Vom Muster her ist für mich die Boeing 747-8 das absolute Traumflugzeug. Das hat den Hintergrund einfach die Nähe zu Frankfurt. Und in meinen Kindheitstagen gab es den A380 noch nicht. Habe ich die natürlich immer abheben sehen. Und ja, super schönes Flugzeug. Ich hatte selbst das Vergnügen, ich war schon mal im Full-Flight-Simulator in der 747-8 und ja, seitdem völlig begeistert und das wäre so das Langfristziel, wo ich gerne hin würde. Und in der nächsten Folge von Rookies heben ab. Spontane Landung. Christopher Lammers beim Touch and Go auf einer Piste mitten in der Wüste. A little quick there. Es war jetzt ganz schön hektisch, alles viel zu tun. Wir haben einen ILS-Approach durchgeführt. Das heißt, wir wurden von verschiedenen Signalen vom Boden bis zur Runway geführt. Noch mehr radikale Flugmanöver. Steven Schumann ist an der Reihe und muss in der Praxis zeigen, was er vorher in der Theorie gelernt hat. Das Ungewohnteste für mich war eigentlich, dass man quasi in den Gurten hängt und erstmal wieder sich nach unten orientieren muss, das Ruder zu bedienen. Fliegen am Limit. Das Gefühl von Schwerelosigkeit bei 0G. Was passiert da genau? Beim Recovery selbst, wenn man da zu sehr nach vorne drückt, dann kann es auch schon mal zu Zero G kommen, also 0G Kraft. Und dann ist es echt so, als wenn man schwebt auf einmal. 4 Monate praktisches Flugtraining in Goodyear. Für die Flugschüler ist jeder Tag eine neue Herausforderung. Es ist viel zu lernen und viel zu arbeiten, gerade dann am Ende der theoretischen und der praktischen Phasen hier. Aber wenn man sich wirklich ranhält, ist das auch machbar.